Hallihallöchen, Lorlings, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Ich habe am Off ein ganz klein bisschen rumprobiert, aber wirklich nur ein ganz klein bisschen. Eigentlich wollte ich erkunden, wie viel Festplattenspeicher ich noch habe. Und da ist mir gerade so die Idee gekommen, ich kann nicht da oben was reinstecken, aber ich könnte mich doch einfach mal hier gegenstellen und gucken, ob das funktioniert. Allerdings weiß ich das nicht. Ich habe wirklich nicht nachgeguckt. So viele Walkthroughs gibt es auch noch gar nicht. Oh, beschauen wir jetzt einfach mal. Ich bilde mir ein, das muss hier so lang fließen. Das heißt, wir müssen es irgendwie so verbinden. So ist scheiße. Drehen wir es mal noch weiter. So wäre jetzt. Es würde von hier kommen. Hier reinfließen. Hier lang. Das sieht vielversprechend aus. Das lasse ich mal so. Zack, schneiden wir durch. Kaputt. Wie immer. Das probieren wir. War eigentlich, das kommt jetzt von hier, geht hier durch diese Spinne so durch, geht hier runter, hier rein, dahin. Okay. Ich habe mal kurz zwei Feuerpfeile gemacht, nur für den Fall der Fälle. So. Und wie, das funktioniert jetzt nicht. Aber wie gesagt, das ist mir so eingefallen, als ich so gedacht habe, das muss ja irgendwie gehen, weil ich sag mal, wenn sie so nicht ziehen kann von egal wo, dann muss ich es ja mit irgendwas verbinden können. Dann fiel mir ein, ja, vielleicht mal die lore Position mit der höheren verbinden. Dann wäre das vielleicht auch gegangen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ob das Ganze jetzt funktioniert. Es fließt hier lang. Fließt da so rum. Scheint zu funktionieren. Jo, das hat funktioniert. Geil. Ab zur Schatulle. Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Na, wenn sie da so lange draufblenden, ist das doch bestimmt nichts Gutes. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Ashley! Da drüben, schnapp sie! Verdammt! Wieso? Ja, kann ich denn an, dass ich immer nur geradeaus darf? Toll. Das war der falsche Weg. Warum werde ich getötet? Ich habe euch nichts getan, euch Arschgeigen. Gut. Und jetzt? Oh, bei mir ist die Musik. Geht auf den Weg! Ah ja. Nee, komm mal, die Mann, die Frau, die Mann, die.
Wenn wir sein Outfit nehmen. Was war das denn schon wieder für eine Aktion? Sag nicht, wir haben jetzt die Schatulle verloren. Hey Lara, falls okay. Ich gehe zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Dein Gefallen, glaube ich. Okay, ich komme zurück, so schnell ich kann. Wir werden gerade ja nur verfolgt. Wollte es nur sagen. Basislage. Was können wir denn schönes skillen? Haben wir? Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Und ein Inventar. Da ist ein neues Outfit verfügbar. Blaue Reiher-Tunika. Ein Outfit in den offiziellen Farben der Familie der entthronten Königin Unuratu. Viele Rebellen tragen blau als Zeichen ihrer Unterstützung. Ermöglicht den Kontakt mit Rebellen. Achso. Was können wir denn schönes machen? Das kann ich noch nicht machen. Okay. Haben wir bei Fähigkeiten denn etwas, was ich machen möchte? Mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden, blenden und betäuben sie ungepanzerte Gegner für einige Sekunden. Was haben wir denn hier noch schönes? Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnelle Reaktionszeit bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Ja, machen wir. Alter des Appen. Gut. So, weiter. Ich glaube, irgendwie unsere Freunde sind in Gefahr. Ich nicht genug Platz. Das macht gar nichts. Ich habe Ucho noch nie so wütend erlebt. Ucho? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht tratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Ist das gut, dass wir denen jetzt gerade direkt in die Arme rennen? Tut mir leid. Niemand darf passieren. Eingebildetes Pack. Schlangenwachen-Outfit. Ja, aber... Ich hab das Outfit nicht. Wohl, wartet mal. Vielleicht hab ich's doch. Das wäre ja übelst cool. Haben wir das? Nee. Das haben wir noch nicht. Gut. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Was müssen wir jetzt machen? So, deine Würfel sind mir gerade scheißegal. Ich würde gerne mal wissen, wo ich jetzt hin muss. Jetzt mal einfach dahin, wo wir hergekommen sind ursprünglich. Vielleicht finden wir sie ja. Ich krieg hier gerade halt gar nichts angezeigt. Unuratu! Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen.
Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Etzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Das geht nicht gut aus. Auge in der Schlange, den Backtunnel betreten. Ich muss mal ganz kurz, bevor jetzt hier irgendwas passiert, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ist nicht weiter schlimm, ihr werdet es kaum merken, aber ich habe die falsche Projektfrequenz eingestellt. Aber das ist hier, deswegen muss ich ganz kurz mal am Rechten schauen. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Projektfrequenz und ihr solltet mich auch wieder etwas schöner hören. Wir schauen jetzt einfach mal, wo wir hin müssen. Mir wird hier natürlich wieder mal gar nichts angezeigt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier weiter. Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Und die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorato und der Rebellion viel bedeuten. Tja. Hier ist noch was. Missionsgeber entdeckt. Karte aktualisiert. Erstmal lesen. Tagebuch des Teserano 3. 29. November 1603. Nach dem Abendessen verließ Lopez die Stadt. Da ich fürchtete, er könnte nicht zurückkehren, folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Er stand dort und seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. »Zuruilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden«, flüsterte er mir ins Ohr. Ja, eindeutig. Mich ärgert schon wieder. Hast du mal kurz Zeit? Uchu und ich haben nur geplaudert. Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Etzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Etzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Nein. Leute, ich will die Mission jetzt weitermachen. Oh. Wartet mal, was ist denn hier schon wieder los? Hat sich mein Spiel schon wieder verändert? Ja. Danke. Einfach nicht drüber reden, ja? So, da müssen wir hin. Ich weiß nicht, warum das weg war. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch Wumpe. Jedenfalls. Ist jetzt wieder alles da. Ich habe wieder die ganze Zeit mit der Schwierigkeit, Rätselschwierigkeit schwäge. Huch.
War das jetzt gut? Nein. Wollen wir schon mal da sind? Ja, kann man auch mal was einsacken, aber... Du nimmst das Gold jetzt mit, Mädel. Und du nimmst das Gold mit. Und wenn du hier erstickst, ist mir scheißegal. Toll, jetzt habe ich den ganzen Weg wieder hoch hin. Fein gemacht, Lara. Oh Leute, wenn einer ein Programm kennt, das mir live anzeigt, wie viel Wespen ich habe, ohne dass ich es aktualisieren muss, dass er wirklich runtergeht, ne, dann kann er mir da bitte mal einen Link schicken, weil ich finde es extrem nervig, hier jetzt alle 5 Minuten gucken zu müssen. Ich meine, noch hatte ich eben einen 961 GB, also ich mache mir da keine Sorgen. Vorher ist die Uhr 19 Uhr und ich bin mit Kickstarter verabredet. Dass mir hier der Timer ausläuft oder... Ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, aber es ist mir auch schon andere Male passiert, dass es dann nicht mehr so war, dass ich mich dann gerechnet habe und mich dann verrechnet habe. So, ich renne jetzt hier einfach durch, gehe mir aus dem Weg. Das war extra nochmal mit Ellbogen. Er und seine Würfel wieder. Was musste ich, Esel, auch da runterspringen? Wir machen jetzt einfach Hauptmission und gut ist ihr. Ich will jetzt hier aufwissen, wie es weitergeht. Ja, ja. So. Hier hoch, hier durch. Mensch, Lara kann echt gut sprinten, muss man dazu sagen, ne? Also, das kann sie wirklich. Hey, piss dich. Geh mir aus der Sonne. So, da sind wir wieder. Am Ort des Geschehens. Da oben geht's weiter. Na denn. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Endlich da. Augenschlange, das Innere der Kammer finden. Nun denn, der Bergtempel. Hoch oder runter? Eindeutig runter. Hoch. Ich muss vorsichtig sein. Oh ja, und erstmal alles klauen. Was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Einmal Öl, einmal Binden. Für unsere junge Gefährtin. Darf ich jetzt wieder? Das ist schon mal gut. So, darüber. Ich bin drin. Honorato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Okay. Aber erstmal nehmen wir das Basislager hier wahr. Einfach nur, weil ich es freigeschaltet haben möchte. Dass ich hier einfach so rumlaufen kann. Malo bin lag.
der richtigen Spur. Ja, toll. Das bringt mir aber auch gerade nicht so viel. Vorsicht. Lara! Sorry, mehr geht nicht. Durch hier. Hier bin ich wohl richtig. Ja, hört sich an wie eine Kaserne. Oh mein Gott. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Oh. Verdammt! Ah. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Ja. Mann! Jetzt muss ich dieses Tor öffnen. Ja. Ich sag dazu nichts mehr. Jeder, der denkt, ist. Dafür habe ich nicht genug Platz. Stealthen ist nicht meins, okay? Findet euch damit ab. Ich stürze mich lieber ins Getümmel und selbst das kann ich nicht. Weil ich nicht darauf vorbereitet bin. Dafür habe ich nicht genug Platz. Interessiert ja auch keinen. Der Tormechanismus könnte auf der Mauer dort sein. Ja, das machen wir noch. Na dann.
Hier ist alles sauber. So, ihr seid vorsichtig. Lasst euch nicht erwischen. Da ist der Autoöffnungsmechanismus. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Boom, nächste Apokalypse ausgelöst. Vulkanausbruch. Kunduni Schokol! Kalampil! Mutter! Ucho! Bring ihn weg von hier! Nein. Wie geht's, Elsli? Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Ja, Leute, aber das und vieles mehr tun wir in der nächsten Folge von Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Der Timer hat eben schon geklingelt, das werdet ihr aber nicht gehört haben, weil ich es rausgeschnitten habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao. You said